ganz oft bei mir entschuldigt und hat mir auch 50.000 Mal bewiesen, dass ich die Liebe seines Lebens bin, dass er nur mich will, dass Jelis ihm nichts bedeutet. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt eben 2 Monate oder so später nach dem Finale erfahren, dass er die ganze Zeit über mit Jelis in Kontakt war, den ganzen Tag am Schreiben sind. Er hat das von mir verheimlicht und dann war bei mir natürlich vorbei. Das war dann so das letzte bisschen, was noch gefehlt hat, um wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Ich bin dann an dem Tag, wo ich es rausgefunden habe, zu ihm ins Zimmer und habe gesagt, er soll seine Sachen packen und den Schlüssel auf den Tisch legen und wenn ich wieder zu Hause bin, soll er weg sein. Und hat einfach gesagt, okay, hat er seine Sachen gepackt und war dann, wo ich gekommen bin, tatsächlich weg. Dann versichert meiner Schwester, meiner ganzen Familie, meinen besten Freunden, er hat jeden von uns, inklusive meinen Eltern, die ganze Zeit über ins Gesicht gelogen, gesagt, er liebt mich und er macht das mit mir alles wieder gut und er ist nicht in Kontakt mit ihr und er würde sowas nie wieder machen und dann erfährt man danach sowas. Jetzt mal davon abgesehen, wie er jetzt nach der ganzen Sache über das alles spricht, darüber brauchen wir ja gar nicht reden, Leute, als ich sein Statement gehört habe und diese ganzen Sätze, die er jetzt sagt, das hat mich komplett, das macht mich bis heute noch sprachlos und ich glaube, davon werde ich mich auch niemals erholen.